Nach den großen Konzernkriegen im Jahr 3645 nach Christus erstarkte eine neue Waffe, Tornensöldner. Menschliche Drohne, die auf Fernplaneten ausgesetzt und trainiert werden. Du spielst einen dieser Trons, ein Mensch-Alien-Hybrid. Versehen mit besonderen Mutationen musst du dir deinen Platz auf dem Planeten erkämpfen, bis du genug gelernt hast, um auf der großen Bühne der Welt eingesetzt zu werden. Dein Eigentümer wartet nur darauf, dass du ausgewachsen bist. Und damit wieder ein herzliches Willkommen zu Metatron und einem Update. Das Spiel hat nach längerer Zeit letztendlich mal wieder neuen Content bekommen, beziehungsweise der Content hat sich etwas verändert. Die Entwickler gehen jetzt langsam dieser futuristischen Linie nach und versuchen jetzt diesen Zukunftsgedanken, dass alles so in der fernen Zukunft spielt, etwas mehr ins Spiel zu übertragen. Und haben dafür die Items etwas angepasst, die ihr hauptsächlich benutzt für das Spiel. Zum einen, was ihr hier schon sehen könnt, im Startbildschirm beworben, die Styx wird zukünftig eure Axt ersetzen, die ihr immer dabei hattet, diese Steinaxt. Das Gute ist, storyline-mäßig, dass die Styx mit eurer Landung auf dem Planeten euch mitgegeben wird. Und ihr damit eben die Möglichkeit habt, weiterhin zu farmen, also Erze, Holz, Beeren und so weiter. Und als kleines Feature kommt dazu, dass diese Axt eine eigene Leuchtquelle besitzt. Das heißt also, wenn ihr in der Nacht, wo es ja eigentlich relativ dunkel immer war, wenn ihr dort farmt, habt ihr nichts gesehen in der Regel, das war stockfinster. Und jetzt mit der Styx könnt ihr auch in der Nacht eigentlich relativ angenehm farmen, das sehen wir aber dann auch gleich. So, was kommt noch Neues dazu? Wir haben die Dios jetzt, die Workbench ersetzen wird. Die Dios ist im Endeffekt auch nur ein neues Modell hier in dem Spiel, das durch die, das die Workbench komplett ersetzt. Also es gibt diese holzene Workbench nicht mehr, diese Arbeitsbank, wo ihr eben dann eure Gegenstände craften könnt. Ja, und die Dios soll in den nächsten Patches auch mehr Features dazu bekommen. Ein Feature, das ich mir wünschen würde, darauf kommen wir dann hernach gleich zu sprechen. Dann gibt es den Sale im Moment, und zwar Dynamit. C4 ist im Sale, das heißt, früher habt ihr mit einem Airdrop C4 euch besorgen können. Hat euch 10.000 XP gekostet, jetzt haben die Entwickler die Kosten runtergesenkt auf 5.000 XP. Finde ich eine mutige Entscheidung, weil C4 doch ein relativ starkes Instrument ist, um andere Mitspieler zu trollen, und dadurch, dass die Bauoptionen, die ihr habt, und die sind hauptsächlich Holz, die ihr am Anfang verwenden werdet, doch relativ eingeschränkt sind. Also es gibt Holz und Beton, und C4 braucht, ich glaube, gerade mal ein C4, um mal eine Holzwand wegzusprengen und alles drumherum. Deswegen finde ich die Senkung auf 5000 XP krass. Also die 10.000 waren eigentlich schon gut. Ist jetzt meine persönliche Meinung, aber mal gucken, wie sich das so im laufenden PvP entwickeln wird. Ja, und es gibt noch ein paar Balancing-Anpassungen. Und zwar wurden alle NPCs angepasst. Sie verursachen jetzt weniger Schaden. Aber die HPs wurden hochgesetzt. Das merkt man auch, ich habe mal kurz schon eingeloggt. Die NPCs verursachen tatsächlich weniger Schaden gefühlt und brauchen länger, bis man sie umhaut. Wenn ihr gut Headshots setzt, ist es aber im Endeffekt wie vorher. Also 2-3 Schläge und die Dinger sind down. Genau, das sind so die üblichen Änderungen und ich würde sagen, wir schauen uns die Änderungen jetzt gleich mal online an und starten ein Spiel. Der Charakter ist immer noch da. Ich war schon lange nicht mehr drin. Tatsächlich ist auch dem Ganzen geschuldet gewesen, dass nicht mehr viel passiert ist im Metatron Online. Die Server waren auch relativ leer, leider. Was ich sehr schade finde, ist, dass dieses Spiel nicht verdient hat. So, und wir starten wieder in unsere Hütte. Und wie ihr seht, haben wir auch schon unsere Styx in der Hand. Und wenn ihr es so ein bisschen
beobachtet, könnt ihr sehen, dass so ein leicht bläulicher Schimmer davon abgeht. Gut, ich habe natürlich wieder ein bisschen schon gefarmt da. Ich sollte mal was essen. Also nur das, worauf man am ersten drauf verzichtet am Anfang immer. Wenn man vielleicht auch nicht drauf achtet. So, jetzt gucken wir uns mal um. Wo waren wir denn hier? Ach, es hat sich mittlerweile auch so ein bisschen was getan in unserer Nachbarschaft. Ich zeige euch das auch mal schnell. Mal kurz ein paar Beeren abfarmen, ne? Alles, was man isst, sollte man wieder zu sich nehmen. So, gucken wir mal. Ja, es gab schon ein paar Spieler, die schon fleißig waren. Na, hier in unmittelbarer Umgebung haben wir jetzt eine neue Hütte dazu bekommen hier. Ist aber anscheinend noch nicht so viel genutzt worden bisher. Vielleicht auch nur so ein Tutorial-Spieler. Aber hier hinten, da seht ihr schon, das sind schon so einige Elemente in der Luft, die man zuerst sieht. Und da baut sich es auch schon auf. Ein riesiger Komplex da hinten. Wäre vielleicht mal eine Option, dass wir uns den mal von innen angucken, ne? Jetzt, wo das Ganze ja nur noch 5000 XP kostet, was T4 angeht. Mal gucken. Hier seht ihr auch schon so eine Dias. Ich baue mal gerade meine auf der Straße da hinten auf. Ich laufe mal kurz hin. So, ah, da haben wir noch einen NPC. Moment, dann sparen wir uns unsere Mutant Mode gerade auf. Dann könnt ihr auch mal sehen. Ah, ein bisschen anschleichen. Oh, ich höre von links was, damit von vorne. Okay, wir kriegen gleich zwei NPCs, das wird jetzt interessant. Ah, die haben auch so Golden Boy Armor. Mal schauen, wie wir es hätten. Na, ihr seht, also meine XP bei zwei NPCs gehen kaum runter, aber ich brüte hier doch ziemlich lange ein, bis ich die NPCs down habe. Und versuche auch Headshots zu setzen. Da gibt auch schon ein Bild aus, das wird jetzt interessant. Probieren wir es weiter. Vielleicht einmal wieder Mutant. So, na, wie ihr gesehen habt, halten doch relativ lange und viel aus mittlerweile. Nichts, was ich brauche. Wobei, die Sword Armor habe ich lieber als die Fireworker. Firefighter. So, was hast du dabei? Die Maske haben wir schon. Die Golden Boy Armor ist halt die beste, deswegen schaue ich, dass ich mir die so ein bisschen zusammenfarme. Wo wollten wir hin? Zur Straße, ne? Wo ist die Straße? Die Straße ist hinter mir. So. Genau. Also, bauen wir mal kurz unsere Dios auf. Ich höre schon wieder irgendwelches Rascheln. Egal. So, und ich hätte die gerne hier. Egal. Ich finde... Na, ich hab's doch gewusst. So, bauen wir sie nochmal schnell ab. Na, komm her. Was hast du dann? Na, das brauche ich auch alles nicht. Na, die haben natürlich auch die entsprechende Armor an, wenn die diese Golden Boy-Geschichten anhaben. Halten dann natürlich noch mehr aus, als sie jetzt eh schon aushalten würden. Wo sind wir schon? Okay. So, jetzt kann ich jetzt bitte mein Tutorial machen. Danke. Die Dios finde ich, ich weiß es nicht, ich sehe halt den Charakter von außen nicht. Das Ding ist jetzt ungefähr in meiner Hüfte. Auch recht nett hier, so ein paar kleinere Elemente, so ein kleines Gedengeldong. Atari-Joystick, Leute, keine Ahnung. Ich finde sie ein bisschen zu niedrig optisch. Also, keine Ahnung, ich hätte sie mir eher so, also, wenn das jetzt die Höhe hier ist, ich sehe mir ein bisschen höher vorgestellt einfach. Also, dass der Spot ungefähr hier in der Höhe ist. Einfach gefühlt. Ist ein optisches Ding, aber sieht auch ganz schick aus, ne? So ein bisschen futuristisch. Hier finde ich nirgendwo, doch hier, da ist es. Dios, also die Gegenstände haben mittlerweile auch Namen bekommen. Sieht man hier auch in der Axt, so am Griff. Seht ihr vielleicht hier, ne? Styx. Also ganz nett gemacht. Gutes Design, wie ich finde. Habt ihr gut gemacht, Jungs. Ist richtig schick geworden. So, dann holen wir uns mal ein paar Bierchen. Genau, jetzt wird es dann hoffentlich auch schon bald finster. Dann kann ich nämlich euch auch die Stärke der Lichtquellen zeigen, die die Dinger schmeißen. Was machen wir dabei? Wir farmen uns noch ein bisschen Holz zusammen. So. Holz kann man immer sehr gut brauchen am Anfang, wenn man bauen möchte. Wir gehen mal auch noch kurz zu der Mine hier runter. Moment. In die Richtung. So, lauf mal. Danke. Ja, ich habe leider nicht den Speedy, ne? Also, meine Geschwindigkeit ist beschränkt. Gefühlt hatte ich auch in Erinnerung, dass ich schneller war. Ah ja, vielleicht auch den Mutantenmodus aktivieren erstmal.
Hey, Armin. Was ist denn los? Bin irgendwie nicht mehr drin. So, komme ich schon gleich hin. So, jetzt hat sich auch jemand eine Hütte hingebaut. Direkt an die Mine. Ist PvP-strategisch eher ungünstig. Aber wir sind, glaube ich, eher auf einem PvE-Server mit EU1, oder? Nee, EU1 ist PvP, ne? So. Wo bist du? Da bist du. Ah. Danke schön, erledigt. Na gut. Oh, du hast was für uns. Sehr schick, danke schön. Das ist aber nett. Und ein weißes Hemd. Der Mad Scientist, okay. So. Weiß gar nicht. Haben wir das in den letzten Tutorials auch mal gehabt? Lass mich mal ganz kurz was nachgucken. Ne, und hier muss ich her. Von den Teams ist hier keiner online. Das sieht doch, das haben sich einige mittlerweile gebildet, die hier immer wieder mal drauf gucken. Lasst uns mal einen Airdrop anfordern. Ich hätte nämlich gerne den größeren Rucksack, den es mittlerweile gibt. Ich weiß nicht, ob ihr den schon kennt. Ich glaube nicht, dass wir den schon mal besprochen hatten. Airdrops auch im Allgemeinen haben wir, glaube ich, noch nicht gehabt. Oh ja, nehmen wir das doch mal ins Tutorial mit auf. Hier mal den Baum wegkacken. Airdrops sind Möglichkeit, euch... Nee, ich glaube, da mache ich mal ein separates Tutorial. Das wäre jetzt hier... Das wird jetzt hier einfach nicht reinpassen. Ich wollte eigentlich nur die neuen Dinge mal ein bisschen darstellen. Jetzt ist es auch schon relativ finster und ihr seht auch schon so ein bisschen den Lichtradius, den die Stücke schmeißt. Gucken wir mal im Verhältnis die Fackel dazu. Die nehmen sich nichts, ne? Ich finde, die Fackel ist nochmal deutlich heller. Klar. Die Lichtfarbe ist natürlich auch noch besser. Ist logisch mit dem etwas niedrigeren Weißabgleich. Aber die geht ja mehr ins Bläuliche, logisch. Aber so radiustechnisch ist das, glaube ich, ein Feld, so ganz blöd gesagt. Das ist ein Umfeld. Was mir jetzt, und das, da kommen wir jetzt dazu, was mir so ein bisschen stinkt ist, wenn ihr eine Dios aufbaut, kein Licht. Also, als Lichtquelle finde ich schade, nicht geeignet. Sie leuchtet zwar und ihr seht sie aus Kilometer Distanz schon eigentlich irgendwo rumstehen, aber sie wirft kein Licht ab. Also sie ist auf Distanz sehr deutlich zu sehen, schmeißt aber keinen Lichtradius. Also ich muss die Stücks mit dazu anschmeißen, um überhaupt Licht zu bekommen. Beides passt natürlich schick zusammen, ne? Reflektiert hier schön. Da sieht man, wie die Sticks hier so die Lichtquelle, die Dios, die Lichtquelle des Sticks hier wieder reflektiert. Das ist schon schön gemacht so im Zusammenspiel, aber dass die Dios kein Licht schmeißt, schade. Also könnte man auch implementieren als Feature-Request. Ne? Olli. Weißt du, dass du mit mir jetzt... Ach, hier ist übrigens unser Airdrop-Supply und hier kommt unser angefordertes Material. Das warten wir noch ab. Das kommt relativ weit in der Höhe. Wird das abgeliefert. So. So, ich habe das mal ein bisschen abgekürzt, ein bisschen vorlaufen lassen, wie ihr gemerkt habt, ne? Und da ist unser Airdrop. Wir machen das Ding mal auf. Und bekommen einen neuen Rucksack. Nehmen wir erstmal hier rein. So. Also ihr braucht einen Platz frei, um den Rucksack ausrüsten zu können. Und wieso kriege ich ihn? Achso, muss ich jetzt... Oh, aha, okay. Jetzt hat man jetzt schnell wieder alles einsammeln. Zack. Zack. Na, wo ist der ganze Scheiß hin? Aber wieder alles. Sieht gut aus. So, den können wir damit entsorgen. Brauchen wir nicht mehr. Ja, und die Kisten hier verschwinden, glaube ich, nach 5 Minuten. Irgendwie sowas. Muss man doch wissen, ne, der Airdrop, wenn ihr den anfordert, den sieht jeder. Also überlegt euch, ob ihr den anfordern wollt, wenn ihr im PvP seid. Sonst habt ihr vielleicht ein Problem. Jemand kann natürlich auch diesen Airdrop klauen. Also ihr habt, jeder hat die Möglichkeit, diese Airdrop-Kisten sich zu farmen.
Deswegen passt auf, wann er die ruft und wo er die ruft. So, wir haben das. Genau. Nochmal zum Vergleich. Wir hatten jetzt diesen normalen Rucksack. Der bietet euch ja 5 Plätze. Und dann gibt es noch den Backpack Medium. Der bietet euch dann diese 10. Und der Advanced, den ich mir jetzt geholt habe, bietet euch die 15. Die Medium haben wir jetzt einfach mal übersprungen durch den Airdrop. So. Genau. Dann, würde ich sagen, gucken wir uns noch ein bisschen in der Höhle um, wie das Licht des Stücks in der Höhle. Das ist halt super jetzt. Also das ist halt jetzt echt. Oh Leute, danke. Danke an die Entwickler. Ach, das ist unsere Lieblingshöhle hier, ne? Ich habe übrigens nochmal nachgefragt beim Olli, beziehungsweise Olli hat mich hier darauf hingewiesen, man konnte schon immer in Höhlen bauen. Es gab nur gewisse Spots, wo man bauen konnte. Also nicht überall in der Höhle ist es möglich. Aber man kann grundsätzlich in der Höhle bauen. Da habe ich euch letztes Mal mit einer falschen Info geliefert. Und das ist halt jetzt super. Also das ist halt jetzt echt, oh Gott. Farmen in der Höhle war ja ein Desaster, weil du ja dadurch, dass du nie die Option hattest, weil früher ging es halt so, ne? Licht rein, auf die Axt wechseln und farmen. Jetzt geht's gerade, weil die Sonne aufgeht, die in die Höhle reinscheint. Kleinigkeiten, ne? So, jetzt hat, sieht man es gut. Ne? So seid ihr durch die Höhle durch. Erstmal die Fackel angeschmissen. Da will ich rein. Ja. Fackel angeschmissen. Dann irgendwo versucht, ein Erz zu finden. Wo Erz? War da heute schon mal jemand? Sind wir nicht alleine? Ah, hier ist wieder. So, Erz gefunden. Auf die Axt gewechselt, kein Licht mehr gehabt. Dann abfarmen, ne? Und dann wieder in die Fackel wechseln. Das ging ja die ganze Zeit so, ne? Und jetzt kannst du hier richtig schön gemütlich schmeißt dir deine Sticks an und gehst farmen. Schick. Also, tolle Idee gewesen. Super. Was wir uns damals in der Community gewünscht haben, war ein Helm. Beziehungsweise ein Attachment für den Helm. Ein Grubenlicht. Ganz blöd gesagt. Einfach nur eine Lampe oben auf dem Helm drauf mounten. Wäre auch noch eine Idee gewesen. Kann man vielleicht noch als irgendwann mal als Tool noch mit hinzufügen. Dass man den Helmen, also wenn man so einen Helm hat, wie zum Beispiel jetzt hier den Golden Boy zum Beispiel, na, dass man hier dann noch was attachen kann. Ähnlich wie bei Waffen. Da kommen wir auch später mal dazu. Wenn wir uns unsere ersten Waffen bauen. Das wäre schon cool gewesen. Genau, so. Damit haben wir eigentlich alle Einsatzgebiete abgedeckt. Also, schauen wir nochmal hier kurz raus. Na, hier geht's raus. So. Dup, 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 dup. Ha, hab das Spiel schon ein bisschen vermisst, muss ich sagen. Was ich da früher Stunden investiert habe. So. Genau, und natürlich, dass wir auch noch nicht hatten. Beeren lassen sich damit natürlich genauso wieder farmen. Okay. Ja, in diesem Sinne, danke euch wieder für Zuschauen. Fürs Zuschauen. Und man sieht sich beim nächsten Mal. Und dann besprechen wir nochmal die Airdrops und bauen uns vielleicht schon so die ersten Waffen. Also, macht's gut, ne? Ciao, ciao.